Schweiz sucht ihren Don of Tequila. Gesucht wird der beste Tequila-Mixer der Schweiz. Sechs Barkeeper sind in Zürich angetreten, um den begehrten Titel für sich zu erobern. Als Preis winkt der Teilnahme am internationalen Finale in Mexiko. Sie alle wollen es werden. Der Don of Tequila der Schweiz. 12 Minuten haben Sie Zeit, um 3 außergewöhnliche Tequila-Drinks zu kredenzen und die renommierte Fachjury damit nachhaltig zu beeinflussen. Wenn man natürlich von allen Tequilas, also für alle Drinks den gleichen Tequila nimmt, dann ist es natürlich sehr wichtig, dass die Harmonie miteinander stimmt. Tequila ist ein sehr starkes Produkt, dass man auch mit Produkten schafft, die dementsprechend auch können nicht nur, dass ein Drink einfach nur noch nach Tequila schmeckt, dass er einfach auch noch ein bisschen Nuancen überkommt. Der persönliche Favorit bisher vom Drink? Der von dem... Was ist sie? Eigentlich der Longdrink von dem Favoriten, der mit Äpfeln zusammen gemischt hat. Sehr, sehr weiche Variante. Sehr angenehm zum Trinken. Oder jetzt eher, der vorher, der eben eigentlich völlig neue, für mich neue Sachen kombiniert hat mit Tequila. Geschüttelt und gerührt wird edelster Tequila. Das mexikanische Nationalgetränk, in der Schweiz bekannt vor allem als fester Bestandteil pubertärer Trinkspielchen. A lot of people, yes. This is my surprise. It is. Viele Schweizer kennen sich ganz gut mit Tequila aus. Ich war überrascht. Aber leider trinken es viele nur als Partygesöff. Experience at the first part, but now with all the effort that Jose Cuervo is making. Ich hoffe, Sie lernen noch besser, wie man Tequila richtig genießen kann. Tequila, a good tequila. Diese Schweizer Barkeeper bieten solch flüssigen Gaumengenuss. Wer Don auf Tequila werden will, muss kreativ mit dem Agavenschnaps zu hantieren wissen. Wer das kann, der wird als Trendsetter für die gesamte Branche interessant. Also wir haben jetzt seit 2 Jahren ein sogenanntes Barkeeper-Programm, das heisst Campari Circle, wo wir ausgewählte Barkeeper eigentlich in der ganzen Schweiz, 30 sind es an der Stock, auch einladen an Events, aber auch von ihnen sozusagen Inputs bekommen. Sie lernen mehr von über Spiritosen allgemein etc. Also es ist so ein bisschen in einem Austausch. Also es ist nicht One-Way, sondern es ist wirklich ein Austausch. Und ich glaube, da haben wir unsere schöne Community aufgebaut. Und es macht Spass. Der Jury hat es am meisten Spaß gemacht. Und die besten Tequilas kredenzt hat er, Andy Walch. Er wird als Schweizer Don of Tequila in Mexiko um die internationale Krone mitmixen. Ich glaube, er hat einfach über alles ein überzeugendste Paket angebracht. Er hat viel gewusst, er ist sympathisch rübergekommen. Er hat wirklich gute Drinks gemacht. Und er hat vor allem eins gemacht, er hat versucht, die Schweiz mit einzubinden, Produkte der Schweiz mit einzubinden. Und wir sind ja immerhin im Schweizer Finale. Er hat 2 grandiose Drinks kreiert, also da waren wirklich beide astrein und deswegen hat er auch verdient gewonnen.